Heute bei mir im Test das Holy Land LAC-MAX, ein Mikrofonsystem, das sogar den DJI-Mic ein bisschen das Fürchten lehrt. Also, wenn euch das interessiert, schaut euch das kurze Video an. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ausnahmsweise mal ein Schreibtischvideo. Ich bin ja kein Freund von Schreibtischvideos, aber hier muss ich meine Ausnahme machen, weil in diesem Raum hier ist die beste Akustik ever im ganzen Haus und überall. Und heute geht's, oder heute gibt's was auf die Ohren. Heute geht's um ein neues Mikrofon und zwar das Holy Land LAC-MAX. Hier habe ich es schon aufgeklappt am Start, aber wir fangen mal mit was anderem an, denn das Holy Land LAC-MAX ist der Nachfolger von dem Holy Land 150, das ich noch hier habe am Start. Ein Mikrofon, das ich sehr, sehr oft nutze und wirklich gut und ausgereift ist. Und dieses wurde nochmal verbessert, und dieses Mikrofon stelle ich euch jetzt mal vor. So, packen wir das alte Teil mal weg, holen wir das neue Teil mal ran. Wir haben ein Funkmikrosystem im Akku-Case hier, Holy Land LAC-MAX. Verbesserung im Mikrofonbereich, 250 Meter Reichweite, Noise Cancelling, was ganz Neues bei Mikrofonen, 8 GB Onboard Storage, das heißt also, es kann auch alleine aufnehmen, 7,5 Stunden Aufnahmezeit und 22 Stunden mit dem Case. Und wir schauen uns doch vielleicht mal ganz kurz auf der Vorstellungs-, auf der Produktseite von Holy Land um und gucken uns mal das Teil in der, ja, in der Großaufnahme an, und dann sehen wir uns gleich hier wieder. So schön gesagt, Studio Audio at your fingertips. Erstmal sehr gut designt, schon so ein bisschen wie das LAC 150, aber wesentlich verbessert auch. Hier haben wir die schon ein paar Features am Start. 250 Meter Range, wobei die wahrscheinlich nie erreicht werden. Werden wir mal testen. Dann das verbesserte Mikrofon, magnetisches Attachment, 8 GB On-Storage, Noise Cancelling. Und hier haben wir mal eine große Aufnahme von dem Receiver und den beiden Empfängern. Und wir gehen aber mal weiter. Und da wird jetzt gleich. So, ihr könnt jetzt mal hier sehen, das ist die neue Mikrofontechnologie, das verbesserte Mikrofon, was wirklich Studioqualität bringen soll. Und ich kann euch sagen, ihr hört es ja dann auch schon, dass das wirklich, wirklich cool ist. 48 Kilohertz mit 24 Bit, 70 Dezibel High Signal to Low Noise Ratio, das heißt sozusagen, das LAC ist bei wirklich leisen Bedingungen wirklich gut und auch bei natürlich lauten Bedingungen kann das LAC glänzen. Und da soll es eine neue digitale Übertragungstechnik geben, die Störungen verhindert, was auch sehr begrüßenswert ist, wenn man Drohne fliegt. Und dann hauptsächlich dieser Punkt ENC, das Noise Cancelling, das eigentlich das erste Mal in so einem Mikrofon verbaut wird. Da kann selbst DJI nicht mithalten. Und ja, Onboard Storage, was ich sehr, sehr geil finde, 8 GB mit 14 Stunden Aufnahmezeit. Also ich kann das Mikrofon auch alleine benutzen, ohne den Empfänger, und einfach aufnehmen on the go und hab's dann wie so ein USB-Stick am Rechner. Und hier sehen wir noch mal das Bit, das Case, was 22 Stunden Battery Life bringt. Und ja, ich kann euch nur sagen, da kommt man auch ungefähr hin. Und man kann es wirklich fast überall anschließen, also wirklich überall. Über TRS, TRS, USB-C und Lightning. Wirklich cool. Und hier sieht man es mal in so einem Vlogging-Setup. Aber mal wieder vor die Kamera. Ja, und was ist das Wichtigste bei einem Mikrofon?
Ich würde mal sagen, der Klang, oder? Und alles, was ihr bis jetzt gehört habt hier, ne, die ganze Anmoderation und so, ist bereits mit dem Holy Land Lark Max aufgenommen. Und zwar unbereinigt sozusagen, also out of Mikrofon. Das Einzige, was ich eventuell gemacht habe, ist den Lautstärkepegel angepasst, damit das sich auch in Final Cut gut einpasst und nicht zu laut nachher auf YouTube wird. Ja, und hier habe ich es auch schon am Revers, und zwar einen Empfänger. Ich zeige euch aber das Mikrofon mal in Gänze. Wir reden hier von einem Funkmikro, wo wir eine Empfängereinheit haben, einen Receiver hier, und zwei Sender. Ja, das heißt also, ich kann auch schön Interviewsituationen abdecken. Das Ganze hat einen OLED, ein OLED-Screen, wo ich mit Touch und auch mit dem Rädchen hier vorne das Ganze bedienen kann. Und es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, da Einstellungen vorzunehmen. Und es ist wirklich innovativ. Ich habe keine Bedienungsanleitung gelesen. Ich habe einfach losgelegt. Wir können hier einfach einmal draufdrücken. Dann haben wir hier zum Beispiel Record Mode oder Mic Settings oder den Speicher oder den Equalizer oder die Einstellungen. Ne? Gehen wir mal zum Beispiel auf den Record Mode und ich drücke drauf, dann kann ich Stereo, Mono oder einen Safety Track machen. Safety Track ist sozusagen eine abgesenkte Aufnahme, damit kein Clipping entsteht, damit es nicht zu laut wird, die Aufnahme. Ich nehme jetzt hier momentan in Mono auf und das ganze Mikrofonsystem ist sehr, sehr ähnlich dem DJI Mic, ne? Aber es bietet einige entscheidende Vorteile. Ich nutze das Teil mittlerweile seit wirklich fast 2 Monaten, fast 3 Monaten. Und wir schauen uns mal an oder hören uns mal an, in welchen Situationen ich das genutzt habe. Ja, ich bin extra jetzt mal hier zur B9 gefahren, um mal das Noise Cancelling zu testen von dem Holy Land Lark Max. Und diese Aufnahme hier ist jetzt, das ist jetzt ohne Noise Cancelling. Und ja, ihr könnt dann mal entscheiden, welche Aufnahme dann sich besser anhört. Ich stelle dann jetzt mal das Noise Cancelling ein. Jetzt sind wir mit Noise Cancelling am Start. Im Hintergrund fahren die Autos vorbei. Und ich bin gespannt, wie die Qualität ist. Denn ich mache eigentlich eher in der Post sowas, dass ich irgendwie eine Stimmisolation mache mit Final Cut Pro. Aber mal gucken, wenn das hier gut funktioniert, dann kann man es natürlich sicherlich als Feature nutzen. So, und jetzt wieder ohne Noise Cancelling und dann könnt ihr entscheiden, was euch besser gefällt. Würde mich interessieren, schreibt es mal unten in die Kommentare. Zurück. So schnell geht es. Die irische Lady ist total fasziniert davon, wie ich hier ein YouTube-Video aufnehme. Und ja, und ich melde mich nur ganz kurz, denn jetzt spielen wir mal den ersten. So Leute, wir checken mal Folgendes. Olli, der checkt gerade den Bildaufbau, ob wir hier eine gute Stelle haben. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das hier nicht so schlecht ist. Aber wir werden hier von über aufgenommen, ne? Ja, das sollte aber gehen. Ja, das auch eigentlich. Ja, ne? Wenn du was sagst, ja. Aber wir haben heute so ein bisschen, wir haben hier ganz, ich habe hier ein neues Mikrofon, Holy Land Lark Max am Start. Und ich kann euch sagen, das Ding ist echt geil. Und es ist, glaube ich, sogar ein Ticken besser, wenn auch nicht viel, wie das DJI Mic und ungefähr in derselben Preisklasse. Also es ist ganz gut, dass da DJI ein bisschen Konkurrenz gekriegt hat. Kann ein bisschen was. Und da oben fliegt der Polizeihubschrauber. Ich glaube, ihr habt das wahrscheinlich gemerkt, hatte ich so ein bisschen Hektik während dem Flug. Nichtsdestotrotz habe ich ein paar interessante Manöver geflogen und was mir jetzt schon gefällt, ohne dass ich die Bilder gesehen habe, ist halt diese 70 mm. Die sind schon geil. Interessant. Und es wird mal wieder Zeit für einen gepflegten Livestream, für einen Tech-Livestream, für einen Nerd-Tech-Talk. Und dazu habe ich mir natürlich Gäste eingeladen. Ja, bevor wir dann vielleicht zu dem Vergleich kommen, zeige ich euch mal ganz kurz das Menü. So, ich versuche das mal ruhig zu halten hier. Dann gucken wir uns das Menü mal an. Ich habe es mal auf manuellen Fokus geschaltet. Also, der Menüknopf bringt uns ins Menü. Da haben wir den Record Mode, die Mic Settings, den Phone Speaker, den Equalizer und die System Settings. Record Mode zum Beispiel ist dann
Stereo, Mono oder Safety Track. Hier mit dem rechten Daumen komme ich immer wieder raus. Wenn ich jetzt die Mikrofon-Settings einstellen möchte, gehe ich da drauf, kann zum Beispiel hier die Stärke, den Gain von den verschiedenen Mikrofonen anwählen, Mikrofon 1 und 2 da drauf und kann dann mit dem Drehregler Plus und Minus regeln. Wir lassen das mal auf 0 und kommen auch hier wieder aus der ganzen Geschichte raus. Dann haben wir hier ein Auto-Record, das können wir einschalten. Dann haben wir Auto-Off, das können wir sagen, dass es nach 15 Minuten ausschaltet. Die Brightness von den LEDs, also die Helligkeit, und hier können wir zum Beispiel, wenn wir da drauf gehen, können wir den Speicher der verschiedenen Mikrofone löschen. Hier kommt man immer wieder raus ins Menü und hier sieht man dann die beiden Mikrofone, die jetzt momentan natürlich nicht angeschlossen sind, also kein Level haben. Oben rechts ist dann so eine Batterieanzeige, und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo ein USB-Kabel anschließen würde, dann würde das auch noch angezeigt. Also mal ganz kurz überflogen die Einstellungsmöglichkeiten im Menü. Kommen wir mal ganz kurz zum Zubehör. Das kommt in so einer schönen Box hier, ne? Da kommt es rein. Das Ladecase hat USB-C auf der Rückseite. Und hier vorne die Status-LEDs zeigt den Ladezustand an. Wenn man es aufklappt, dann geht eigentlich das Teil schon in den Operator-Modus. Und als Kabel dabei sind TRS-Kabel, USB-C-Kabel auf USB, USB-C auf USB-C und USB-C auf Lightning. Und was ganz wichtig ist, hier sind solche Windschützer dran, und die sind wesentlich besser gestaltet wie bei dem DJI Mic oder bei dem Rode. Das ist wirklich, das wird einfach so oben drauf gestülpt. Ich versuche das mal euch zu zeigen. Das wird richtig hier oben drauf gestülpt und dann drauf gesetzt, und dann ist das wirklich umschlossen. Da kann nichts passieren. Da kann auch an der Seite kein Wind reinkommen. Das ist eine wirklich gute Lösung, muss man sagen. Also da war ich richtig begeistert von. So, aber es geht nichts halt über den Ton bei dem Mikrofon, und da muss es sich jetzt halt mal beweisen, und ich werde jetzt mal einen Beispieltext vorlesen, und das mit dem LAC Max, mit dem DJI Mic und mit dem Rode Wireless Go. Also, Geschichte der Stadt. Washington DC war nicht immer die Hauptstadt der USA, sondern genau genommen erst die dritte. Als im Jahre 1788 die erste Verfassung der Vereinigten Staaten ratifiziert wurde, war darin festgelegt, dass die zukünftige Regierung die Kontrolle über die Bundeshauptstadt haben muss. Besondere Geschichte von Washington DC, Geschichte der Stadt. Washington DC war nicht immer die Hauptstadt der USA, sondern genau genommen erst die dritte. Als im Jahre 1788 die erste Verfassung der Vereinigten Staaten ratifiziert wurde, war darin festgelegt, dass die zukünftige Regierung die Kontrolle über die Bundeshauptstadt haben muss. Die besondere Geschichte von Washington DC, Geschichte der Stadt. Washington DC war nicht immer die Hauptstadt der USA, sondern genau genommen erst die dritte. Als im Jahre 1788 die erste Verfassung der Vereinigten Staaten ratifiziert wurde, war darin festgelegt, dass die zukünftige Regierung die Kontrolle über die Bundeshauptstadt haben muss. Stadt. Washington DC war nicht immer die Hauptstadt der USA. Washington DC war nicht immer die Hauptstadt der USA. Washington DC war nicht immer die Hauptstadt der USA, sondern... Ja, ihr habt die technischen Specs gesehen, ihr habt Beispiele gesehen, wir haben jetzt mal drei mal denselben Text vorgelesen, einmal mit dem DJI Mic, einmal mit dem Holy Land und auch einmal mit dem alten Rode, mit dem Rode 1, was auch immer noch ein gutes Mikrofon ist. Ich meine, die tun sich nicht alle, nicht so viel. Ne? Die haben alle drei einen guten Klang, aber nach meiner Meinung hat das LAC Max den besseren Klang. Und ich glaube, das liegt an diesen neuen Mikrofonen, die hier vorne verbaut sind. Ohne Windschutz sind die wirklich richtig, richtig gut. Und das ganze Konzept weiß zu überzeugen. Ne? Ich kann das Teil als Podcast-Mikrofon nehmen oder als Livestream-Mikrofon mit USB-C an Mac anschließen. Ich kann es am iPhone anschließen mit Lightning. Ich kann es an der Action-Cam anschließen. Ich kann es hier an meiner DSLM anschließen. Und was ich auch machen kann, ich kann es einfach nur das Mikrofon mitnehmen, und dann gibt es einen Record-Knopf, und wenn ich den drücke,
dann nimmt das Teil intern auf und ich kann den Speicher einfach mit USB dann auslesen und kann es dann nachvertonen. Das kann man wunderbar machen, wenn man mit der Action Cam unterwegs ist und da kein Mikrofon anschließen möchte und es windig draußen ist. Dann lässt man einfach das auch mitlaufen, synchronisiert den Ton in Final Cut und schon, bumm, ist alles gut. Ja, meine Erfahrung die letzten 3 Monate, und ich habe das Ding wirklich 3 Monate getestet. Ihr habt in vielen, vielen Videos gesehen, in vielen, vielen Videos in der letzten Zeit. Ich habe es fast nur ausschließlich genutzt. Und meine Erfahrungen sind wirklich durchaus positiv. Es ist ein richtig gutes Mikrofon. Die Akkulaufzeit ist gut. Und wir können mal kurz, wenn ich jetzt mal einfach hier aus dem Zimmer rausgehe, ne, ich lasse euch mal allein, gehe ich einfach mal hier in die Küche rein und dann testen wir mal, wie das Mikrofon jetzt hier ungefähr 30 Meter in meiner Küche funktioniert. Und dann komme ich auch mal wieder zurück. Ich hoffe, es hat jetzt auch funktioniert, ne? Und hatte nicht den Vorführeffekt. Und dann sind wir hier wieder am Start, weil hier könnt ihr wirklich euch einen richtig guten Eindruck machen, wie die Akustik von diesem Mikrofon performt. Man kann natürlich auch ein Lavalier-Mikrofon dran anschließen, dann würde ich dann aber schon ein hochwertiges nehmen. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich finde dieses schnelle Anklippen mit dem Magnet und so schon eine richtig coole Sache, wenn es mich nicht stört, dass hier so ein Mikrofon hängt. Ich kann es natürlich auch unter den Kragen machen oder halt ein Lavalier benutzen. Ja, Fazit durchaus positiv. Was hätte ich besser gemacht? Ich hätte vielleicht besser gemacht, ja gut, ist das jetzt eine Verbesserung oder eine Verschlechterung? Ja, dieses eine Drehrad hier nur, ne, könnte man vielleicht zwei hinmachen können, dann wäre es größer geworden. Ich hätte ganz gerne vielleicht die Möglichkeit gehabt, das Teil mit den Puscheln hier rein zu tun. Das passt nämlich nicht. Wenn die Puscheln drauf sind, passt das nicht. Ja, ich sage jetzt mal, das ist eigentlich schade, weil ich sehr oft die Windpuschel benutze. Sonst gibt es hier überhaupt nichts auszusetzen. Und wenn ihr eine Alternative zum DJI-Mic haben wollt, dann ist das Holy Land Lark Max genau das Richtige für euch. Ich sage euch, das enttäuscht euch nicht. Es kostet auch im selben Preisbereich und bietet noch ein bisschen mehr, nämlich dieses Noise Cancelling. Und das ist nicht zu vernachlässigen, wenn man mal, sagen wir mal, an einer belebten Straße unterwegs ist und so. Also, ihr habt viele, viele Videos von mir in letzter Zeit schon gesehen mit dem Mikrofon, und jetzt mal die kurze Vorstellung. Ja, das war's für heute. Ich will es auch nicht zu lang werden lassen. Mal ausnahmsweise ein Video hier aus meinem, ja, Studio, meinem Arbeitsplatz, meinem YouTube-Schnittplatz, sozusagen das Epizentrum von Franks Vlogs. Nächsten Videos werden wahrscheinlich wird nochmal ein Zugspitzvideo sein mit der R3 und so weiter und so fort. Und da werde ich sehr oft dieses Mikrofon nutzen, denke ich mal. Also, Leute, macht's gut, haut rein und tschüss.